Kleine Maßnahmen, große Wirkung ist jetzt erstmal sehr allgemein gehalten. Was ich versuchen möchte, ist heute Ihnen verschiedene Sichtweisen der Zusammenhangs zwischen Maßnahmen und Wirkungen aufzuzeigen. Zum Schluss wird es über energetische Maßnahmen gehen, aber ich möchte eigentlich anfangen zu sagen, den großen Rahmen zu spannen. Was sind eigentlich die politischen Rahmenbedingungen? Und dann, Frau Leutz hat es schon eingehend erklärt, finde ich ganz wichtig, mal die Zielgruppe zu analysieren. Und hinten raus möchte ich Ihnen dann noch zeigen, wie man also vielleicht Schritt für Schritt auch in diese Unabhängigkeit kommt, in die energieautarken Gebäude. Die Vorräte hatte ich schon gemacht. Kommen wir zu der These, ob ein Zielkonflikt besteht. Also wir hatten das jetzt auch schon mehrfach gehört. Es ist natürlich sehr wichtig und richtig, dass es Klimaschutzmaßnahmen gibt. Sie alle kennen die Ergebnisse der Klimakonferenz in Paris. Dort wurden also erstmals Ziele, verbindliche Ziele vereinbart. Jetzt gibt es die Konferenz in Marrakesch, um dort tatsächlich nationale Pläne abzuleiten. Das hat aber immer zur Auswirkung, dass wir Gesetze ändern. Das heißt aber auch, den aktuellen Zustand müssen wir noch verbessern. Das heißt, die Gesetze werden schärfer werden und auch im Gebäudebestand heißt das oder im Neubau. Wir müssen uns mehr anstrengen, wenn wir das wirklich erreichen wollen. So, das heißt, die Ministerin hat es schon gesagt, 2020 im Neubaubereich klimaneutrales Gebäude. 2050 strebt Deutschland den nahezu klimaneutralen Gebäudebestand ein. Das heißt, Neubau und Sanierung ist dort einbegriffen. Wir packen das dann alles schön in diesen Begriff der Energieeffizienz. Und am Ende des Tages ist das aber für den Kunden, und wir merken das auch, eine absolute Technisierung des Gebäudes, ja, also die Energietechnik hat die absolute Vorderstellung. Es ist sozusagen aus Ingenieurssicht wird immer mehr in diesen Bereich hineingebracht. Und was wir vielleicht manchmal vergessen, ist eigentlich, dass wir dieses Bild erzeugen wollen. Wir wollen eine glückliche Familie oder einen glücklichen Bauherrn, je nachdem, was Sie hier sehen. Das wollen wir eigentlich erreichen. Aber die Ziele, die sozusagen hier ist, die ich hier kurz aufgezeigt habe, sind eigentlich nicht in der Regel die ersten Ziele, wenn die Bauherren fragen, was sie erreichen wollen. Bauherren wollen erreichen, ein Zuhause schaffen, Wertigkeit, ein Rückzugsort, Behaglichkeit. Das sind so die ersten Antworten, die man bekommt, wenn jemand fragt, was wollen Sie in Ihrem Gebäude, wenn Sie sanieren wollen, erreichen, beziehungsweise was wollen Sie in einem Neubau erreichen. Und jetzt muss man schauen, dass der Bauherr ja nur ein gewisses Budget zur Verfügung hat. Ja? Und jetzt kommen wir mit den richtigen Zielen zwar, aber vielleicht auch etwas übermotiviert an und sagen, na gut, wir packen immer mehr Technik rein, um die Sachen zu erreichen. Wir schmälern das Budget des Bauherrn immer weiter und für seinen Traum ja, bleibt vielleicht am Ende auch nicht mehr so viel übrig. Das heißt, um es mal ganz pauschal zu sagen, meine Kollegin, die plant gerade Neubau, also das eigene Haus, und sagte mir dann irgendwann letzte Woche, Mensch Konrad, ich habe in meinen Gedanken das mein Traumschluss gehabt und was rauskommt, ist eine technikvollgepackte Hutschachtel. Ja? Also erstmal ganz provokant gesagt, dass mit dieser Sache müssen wir uns auch auseinandersetzen, ja? Dass wir das Bauherrn ein gewisses Budget haben und wir immer weiter dort reingehen. Ganz kurz, was wir tun, wir beschäftigen uns mit der vernetzten Energieautarkie. Nichts anderes als hochgradig solarversorgte Gebäude. Wir entwickeln und vermarkten hochgradig solarversorgte Gebäude. Im Einfamilienbereich haben wir das schon nachgewiesen. Jetzt sind wir also aktuell dabei, Mehrfamilienhäuser zu entwickeln. Wir versorgen diese Gebäude zum einen solarthermisch mit einem großen Langzeitwärmespeicher und auf der anderen Seite mit PV und einem großen Akkuspeicher, um eben qualitativ über das Jahr die Energieversorgung vor Ort bereitzustellen. Und wir wollen uns jetzt nicht abkapseln, Autarkie verstehen wir nicht. Wir wollen mit dem anderen, mit dem Nachbarn nichts zu tun haben, sondern wir sagen, nein, wir wollen eigentlich Teil des aktiven Systems sein und sagen, wir haben die großen Speicher, die wir für unser Konzept benötigen, aber der Energieversorger darf gerne darauf zugreifen. Er benötigt sowieso Speicher, ja, um die Energiewende zu schaffen. Lass uns doch zusammenarbeiten. Wir haben solare Überschüsse von Frühjahr bis Herbst. Die können wir gerne in die Nachbarschaft reinbringen und eigentlich nicht, wir wollen eigentlich nicht den Strom, gehen wir mal zum PV-Strom, eigentlich nicht stupide ins Netz bringen, da wo er nur Netzstress erzeugt und eigentlich keinen Wert hat, sondern wir wollen ihn eigentlich vor Ort effektiv nutzen. Dazu gehört natürlich auch die E-Mobilität, das Haus zur Tankstelle zu machen. Vielleicht zu viel dazu.
Jetzt möchte ich nochmal, was auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, Frau Leutz hat es schon gesagt, ich kann nur beipflichten, wir müssen uns eigentlich mal unsere Zielgruppe anschauen. Das ist jetzt die Sinus-Studie, die wird jedes Jahr veröffentlicht. Dort sehen Sie also die Gesellschaft Deutschlands in verschiedene Milieus eingeteilt. Auf der unteren Achse sehen Sie sozusagen von links angefangen die Traditionalisten, die wollen also gerne Sachen bewahren. Also Modernisierung ist eigentlich eher, na, stößt auf Skepsis. Dann haben wir in der Mitte eigentlich die Leute, die sagen, wir genießen das, was wir haben und wir sind eher statusbewusst. Und auf der rechten Seite dann ist es die Fraktion zu finden, die sagt, Neuerung, das ist unser Ding, wir sind innovativ, immer vorangehen. Und auf der anderen Achse sehen Sie dann eigentlich die Einteilung in die soziale Lage. Also unten eher Geringverdiener, Unterschicht, Mittelschicht, Oberschicht. Und jetzt mal als Beispiel, wir vermarkten ja im Prinzip Sonnenhäuser, die noch Strom dazu produzieren. Wir befinden uns in unserer Zielgruppe bei den sozialökologischen. Das heißt, diese Gruppe ist grundsätzlich diesen neuen Technologien aufgeschlossen, heißt aber auch im Umkehrschluss, sie geben ein größeres Budget frei, um diese Sache durchzuziehen. Also die energetische Sanierung. Wir verkaufen das aber nicht im Sinne von Energieeffizienz, sondern wir verkaufen das im Sinne von Unabhängigkeit, selbstbestimmtes Leben. Also wir verpacken diese Hülle, diese technische Hülle eigentlich in eine Geschichte und sagen, sie schaffen Unabhängigkeit. Und das spricht eben die Zielgruppe an. Mit dieser Argumentation würden Sie die hier unten nie erreichen. Ja? Das ist also eine Sache, die wir lernen müssen. Wir sagen, wir haben verschiedene Zielgruppen, die wir verschieden ansprechen müssen, weil nur vielleicht mit dem, was ich jetzt sage, dort sind vielleicht 7% von Ihnen erreiche ich hier und die sagen, jawohl, toll. Und wir müssen aber für jeden Ansprache finden. Das würde ich hier gerne ausdrücken. Und dann komme ich nochmal auf die erste Folie zurück. Wenn Sie jetzt immer weiter, also leider ist es ja so, dass viel mehr Leute nach unten abrutschen in die Schicht und nicht nach oben aufsteigen. Heißt auch, es ist wieder weniger Budget zur Verfügung. Wenn wir jetzt ja gleichzeitig, wie ich schon gesagt hatte, die gesetzlichen Maßnahmen immer weiter in die Höhe treiben, ja, dann rufen Sie, das ist ein doppelter Effekt, Sie knabbern also von beiden Seiten am Baubudget. Ja, und dann in der Regel kommt eine sehr günstige Lösung raus, wenn überhaupt noch eine Lösung rauskommt oder es ist dann am Ende Status Quo. Und das kann eigentlich nicht unser Ziel sein. Also da möchte ich auch nochmal darauf sensibilisieren, dass wir da eigentlich so auch wieder einen Zielkonflikt haben. Gut. Generell ist es aber sehr, sehr wichtig, von Einsparungen zu reden. Das ist, also das steht im Vordergrund. Warum? Wir haben eine alternde Gesellschaft. Wenn ich jetzt mal meine Durchschnittslebenserwartung für meinen Jahrgang raussuche, dann werde ich über 90 werden. Das ist schon sportlich. Heißt aber auch, wenn das Rentenniveau wird sicherlich weiter sinken, auch werde ich ein bisschen länger arbeiten müssen, was auch okay ist, macht mir Spaß. Aber generell wird die Spanne zwischen Austritt aus dem Arbeitsleben und Ableben wird größer werden. Im Durchschnitt ist das so. Ja, und das heißt auch effektiv sinkende Einnahmen. Das heißt, Sie gehen aus dem Arbeitsverhältnis raus und haben auf einmal oder höchstwahrscheinlich sehr viel weniger Gehalt zur Verfügung. Aber die Kosten im Alter bleiben im Wesentlichen dieselben. Jetzt können wir sagen, durch energetische Maßnahmen, Einsparungen statt Einnahmen, das ist das bessere Modell. Warum? Einsparungen sind per se erstmal steuerfrei. Wenn Sie jetzt den Riester-Vertrag daneben nehmen, dann müssen Sie den zu großen Teilen noch am Ende versteuern. Also Sie zahlen dafür ein, dass Sie Altersvorsorge betreiben und der Staat nimmt Ihnen zum Schluss noch ein Drittel oder mehr wieder weg. Also erhöht eine Einsparung per se erstmal die Kaufkraft. Der dritte Punkt, er steigert die Handlungsfähigkeit und damit auch die Unabhängigkeit, was wieder ein sehr positives Signal ist für den Häuslebauer, sage ich mal, weil er dort ein positives Gefühl bekommt. Ja, und jetzt muss man aber doch ganz kritisch schauen, lohnen sich jetzt wirklich alle Energieeffizienzmaßnahmen in ihrer Wirtschaftlichkeit? Das heißt, wenn wir die Einsparung versus die Investitionskosten über die technische Lebensdauer, jetzt werde ich auch mal zum Ingenieur, rechnen, dann geht das nicht immer auf. Ja, da müssen wir ganz ehrlich sein. Und das ist manchmal gar nicht schlimm, weil eine bestimmte Zielgruppe gar nicht das Bedürfnis hat, dass es aufgeht, weil sie einfach die Technik wollen. Aber für die anderen ist das schon ein Problem. Nämlich für die, die es sich nicht richtig leisten können. Gut. Ich würde jetzt den Teil abschließen und sagen, Schritt für Schritt, Frau Nestmann hatte mich gebeten, wie kommt man Schritt für Schritt mit energetischen Maßnahmen zum energieautarken Gebäude. Das möchte ich ganz, ganz kurz abreißen. Das schaffe ich jetzt natürlich nicht, aber wir können im Workshop gerne weiter diskutieren.
Ganz im Vordergrund steht bei uns immer das individuelle Verhalten, weil dort immer ganz großes Optimierungspotenzial herrscht. Sie können erstmal eine Analyse machen von dem Verhalten, Verbraucherverhalten und sehen Optimierungspotenziale. Das ist ein ganz klassisches Beispiel, Wechsel des Energieversorgers. Das wird zwar in der Werbung überall angepriesen, aber nicht jeder Bürger macht das einfach, weil er auch Ängste hat. Also wird auch nicht kommuniziert, dass der Strom nicht abgestellt wird, wenn ich jetzt meinen Energieversorger kündige und der neue Vertrag erst im nächsten Monat losgeht. Das sind so Sachen, wo wir dran scheitern. Ganz einfache Dinge. Dann natürlich die Energieberatung, auch eine ganz wichtige Sache, die aber völlig unterm Radar oder sehr oft unterm Radar läuft. Also da müssen wir auch schauen, wie wir die Leute emotional einfach ansprechen. Wenn wir die Energieberatung gescheit machen, dann kommt hinten raus auch ein gutes Ergebnis raus. Davon bin ich überzeugt. Dann geht es darum, Energie zu sparen, ganz klar. Aber ohne Komfortverlust. Weil wenn Sie einsparen, um zu verzichten, dann ist das wie wenn die Diät, die nicht klappt, die halten Sie 3 Wochen durch und danach ist alles wieder beim Alten. Also müssen wir schauen, dass wir Energie sparen, ohne wirklichen Komfortverlust zu erzeugen. Habe ich Ihnen mal ein ganz klassisches Beispiel mitgebracht, das wir bei uns auch ganz erfolgreich durchführen immer. Geräte, die warm Wasser erzeugen, mit Strom, Geschirrspüler, Waschmaschinen, vielleicht auch Trockner. Den Strom, den kaufen Sie für 27 Cent ein, die Wärme für 10 Cent oder weniger. Da haben Sie schon mal ein Delta. Wenn Sie also Ihre Waschmaschine an das warme Wasser anschließen, ja, dann ist die Kilowattstunde auf einmal sehr, sehr viel günstiger, weil die Waschmaschine intern einfach nicht die Heizwendel intern angeht und er einfach schon die Temperatur hat, der Geschirrspüler, um loszulegen. Ganz einfaches Beispiel, um Strom zu sparen. Messergebnis aus dem energieautarken Haus, dort ist die Kaffeemaschine der größte Verbraucher, der Geschirrspüler taucht das gar nicht auf. In der Strombilanz. Zweiter Punkt ist, dass ich möchte die Aufmerksamkeit kurz auf das Diagramm lenken, Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit, da können Sie dann sozusagen ein Behaglichkeitsdiagramm draus machen, so im Bereich zwischen 19 und 22 Grad, das ist so der grobe Durchschnitt für Deutschland, wurde mal ermittelt. Jetzt auch wieder eine ganz kurze Geschichte, Stichwort Automatisierung. Ganz kurze Geschichte, meine Frau und ich wohnen in einer Mietswohnung, das Wohnzimmer hat auch ganz normale, Wandheizungen, ganz stinknormal eben. Und wir sind dort eingezogen, beide berufstätig, gehen also früh aus dem Haus, drehen den Thermostat runter, kommen abends wieder, meine Frau zuerst, dreht den Thermostat natürlich voll auf, weil es kalt war. So. Ich komme eine Stunde später nach Hause, komme in den beheizten Raum, also die zweite Aktion nach Jacke ausziehen, ist dann den Thermostat abdrehen und so ging das Spielchen den ganzen Abend. Rauf, runter, runter. Bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, ich kaufe mir jetzt für 10 Euro einen frei programmierbaren Thermostat. Das Resultat war verblüffend. A, weniger Streit mit der Frau. Und B, wir haben tatsächlich einen von uns beiden, also ich komme von links hier in dem Diagramm und Sie von rechts, in der Mitte einen Behaglichkeitsbereich gefunden, der überlappt. Und jetzt leben wir schön bei 21,5 Grad, beide sind glücklich. Aber eine ganz effektive Maßnahme, weil durch die Steuerung, diese einfache Steuerung, sie auch definitiv Energie sparen. Und die Maßnahme ist wirklich gering investiv. So. Genau. Ich komme jetzt einen Schritt weiter, da gehen wir mehr ins Geld. Ich beeile mich auch. Wir reden jetzt über die Sanierung, also Bauphysik und energetische Ist-Analyse. Ganz, ganz wichtig, hat die Frau Leutz auch schon angesprochen. Sie können in der Vielfalt der Auswahlmöglichkeiten, die Sie haben, brauchen Sie eigentlich heutzutage eine Energieberatung, eine effiziente, um eben gesamthaft den Prozess einer Sanierung oder eines Neubaus zu begleiten, weil Sie zwischendurch immer wieder an Grenzen stoßen, die Sie als normaler Häuslebauer einfach nicht beherrschen können. Ja, die Technik ist zu komplex. Ganz kurzes Beispiel. Hier drüben sehen Sie also die durchschnittlichen Wärmeverluste eines Einfamilienhauses. Also primär heißt das immer mal die Heizung anschauen. Wenn die technische Lebensdauer fast erschöpft ist bzw. drüber ist, dann lohnt es sich fast immer, die Heizung zu tauschen. Dann muss man sich auch überlegen, tauscht man auch das Wärmeverteilsystem, also geht man mit der Temperatur runter, um einfach effizienter zu werden. Das sind automatisch die Fragen, die folgen. Ja, also es ist nicht nur mit dem Heizungstausch getan, sondern da kommen dann hinterher eigentlich noch Fragestellungen, die effektiv beantwortet werden müssen. Und dann
vergessen Sie den hydraulischen Abgleich und dann ist die moderne Heizung genauso schlecht wie die andere. Das ist einfach so. Kann ich also Frau Leutz ebenfalls zustimmen. Dann auch noch eine ganz interessante Sache. Fenstererneuerung ist sehr, sehr effektiv, weil ich könnte jetzt das Diagramm auf der vorherigen Folie noch um eine dritte Achse erweitern. Sehen Sie mir ab, dass ich schon wieder in den Ingenieursbereich abgleite. Aber dort kann man eben noch auftragen, Durchströmungsgeschwindigkeit des Raumes. Wir würden das allgemein als Zug bezeichnen. Also wenn es zieht, was machen wir automatisch? Wir erhöhen die Temperatur, weil warme Luft an unserer Haut vorbeigeströmt ist, angenehmer als kalte Luft. Ja? Aber Sie könnten dadurch, dass Sie Zug minimieren, einfach auch die Temperatur runtergehen und dann sparen Sie 6-8% Heizkosten. Einfach, weil Sie den Temperaturbehaglichkeitsbereich besser einstellen können. Eine ganz gering investive Maßnahme müssen Sie auch nur im ersten Schritt machen in den Gebäuden, in den Räumen, Entschuldigung, die Sie ja am meisten nutzen. In den Räumen, die kalt sind, hat das effektiv auch kaum eine Wirkung. So. Wir nähern uns den energieautarken Gebäude, wenn die Technik mitmacht. Ja. Also der nächste logische Schritt ist eigentlich, sich die Eigenverbrauchsquote anzuschauen. Also es kann sinnvoll sein, Energie vor Ort zu erzeugen. Das hängt immer wieder vom einzelnen Gebäude ab, aber der klassische Fall ist natürlich die PV-Anlage. Dort können Sie mit einer richtigen Eigenverbrauchsquote definitiv heute Geld sparen, indem Sie Ihren eigenen Strom erzeugen. Was noch dazukommen wird, ganz massiv, sind dann die Energiespeicher, weil die Preise aktuell sehr, sehr purzeln. Wir sind also auf der Lernkurve schon weiter fortgeschritten. Und diese Kombination aus dezentraler Energieversorgung und Energiespeicherung, das sieht man jetzt auch, die NF führt auch das Erneuerbare Energien- und Wärmegesetz zusammen, dass das mal ein gesamthaftes Dokument ist, dass man nicht immer in zwei Gesetzeswerken nachschauen muss und die sich auch teilweise gegenseitig widersprechen. Super. Genau, da wären wir. Darf es etwas mehr sein, das energieautarke Gebäude? Also wenn wir davon reden, hohe solare Deckungsraten zu erzeugen, dann haben Sie natürlich einen investiven Aufwand. Das brauchen wir nicht davon ab. Also da brauchen wir nicht diskutieren. Das Gebäude wird teurer sein als ein normales, vergleichbares Gebäude. Aber jetzt kommen wir wieder auf die Zielgruppe zu sprechen. Manchen ist das eben egal. Unseren Kunden, die wollen eben diese Unabhängigkeit. Die sind also auch bereit, das zu bezahlen. Wie funktioniert das? Oben die Solarthermieanlage zur Wärmeerzeugung. Innen drin ist ein großer Wärmespeicher. Unten die PV-Anlage, der Stromspeicher ist ja drüben. Und was Sie dann am Gebäude eigentlich noch brauchen oder für das Gebäude, in dem Fall ist ein Holzvergaser installiert, Holzvergaserofen. Den kleinen Holzscheiterhaufen brauchen Sie noch, um das Haus im ganzen Jahr energetisch zu bewirtschaften, das heißt 200 Euro. Ja? Gut. Hier ist noch eine ganz interessante Sache und das ist auch wieder Erfahrungsbericht, weil ich in einem baugleichen Gebäude genau hier sitze. Dort ist mein Büro. Wenn Sie in der Südfläche sehr große Fenster installieren und die flachstehende Sonne im Winter dann schön einstrahlt und Sie offene Räume haben, ja, das ist auch wieder so eine einfache Baumaßnahme, die Sie, wenn Sie sowieso bauen, berücksichtigen können, dass dann die Sonnenstrahlung Ihnen das Haus passiv aufheizt. Funktioniert wunderbar, mein Rücken ist immer schön warm, wenn die Sonne scheint. Eigentlich eine schöne Sache. So. Dann möchte ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, weil es uns immer ein Herz, ein Wunsch ist, das rüberzubringen. Mein Kollege Professor Leukefeld hat es die saisonale Illusion getauft. Wir bewegen uns ja in Deutschland gerade auf den Baustandard KfW 40 Plus zu, das heißt Plus Energiehaus, allerdings in der Jahresbilanz. Ja, das heißt, das Haus erzeugt im Jahr mehr Energie, als es verbraucht. Das schaffen die Häuser auch, aber eigentlich entsteht dann hier in dem Bereich das Problem. Hier ist die solare Versorgung, da ist alles in Ordnung, das können Sie alles decken. Ja? Das Problem ist hier, da haben Sie den Heizwärmebedarf und erhöhten Warmwasserbedarf und da scheint aber die Sonne weniger. Das heißt, wenn Sie hier keine großen Speicher integrieren, kriegen Sie diesen Bereich nicht gedeckt. Ja? Und in der Jahresbilanz heißt das am Ende beim Plus-Energiehaus, Sie schieben hier absolut den Strom ins Netz und beziehen den Strom dann aber auch im Winter aus der Steckdose. Ob das dann wieder mit den Zielvorstellungen des Hausbebauers zu vereinen ist, das sei auch mal als These in den Raum gestellt. Ja. Dann noch ein ganz kurzer Ausblick und dann schließe ich auch mit meiner Zusammenfassung.
Was ich schon angekündigt hatte, dass ich will gar nicht weiter darauf eingehen, Sie sehen die Tendenz. Wir sind hier im Jahr 2020 Lithium-Ionen-Speicher. Das heißt, mit einer Verdopplung der Produktionskapazität von Speichern sinkt der Preis zwischen 6 und 8%. Das heißt, wenn die Rate so weitergeht, sind wir 2022 im Bereich der richtigen Wirtschaftlichkeit von solchen Batteriesystemen angelangt. Und dann im Bereich der Sektorenkopplung ist es ja nicht nur so, dass wir Strom für E-Mobilität nutzen können oder KWK-Anlagen, ganz klassisch, ist ja auch schon die Kopplung zwischen Strom und Wärme, die absolut sinnvoll ist. Und im Einfamilienhausbereich bewegen wir uns jetzt auch gerade in den Bereich der Mikro-BHKWs, die jetzt auf dem Markt sind und langsam die ersten Erfahrungsberichte da sind. Genauso wie der Bereich Power-to-Gas. Also wir können auch Wasserstoff dezentral im Gebäude erzeugen, durch Überschussstrom im Solar oder auch aus dem Netz, den Netzüberschussstrom nehmen, günstig dann den Wasserstoff umwandeln, den speichern und bei Bedarf wieder verwerten, elektrisch und Wärme. Das ist eben das Gute an Wasserstoff. Das geht beides sehr sauber mit einer Brennstoffzelle zum Beispiel. Genau, das sind aber Themen, die würde ich gerne mit Ihnen im Workshop dann vertiefen, falls dort Interesse besteht. Moment, das war zu viel. Genau, die Zusammenfassung. Ganz, ganz wichtig aus unserer Sicht, die individuelle Situation und das Budget im Blick haben. Auch bei den gesetzlichen Maßnahmen, dass das ein gewisser Zielabgleich ist. Dann im Prinzip, wenn wir über Einsparungen oder sinnvolle Maßnahmen reden, dann eigentlich im Zusammenhang mit einer Energieberatung, weil ohne ist das System einfach zu komplex. Sie werden das in der Regel nicht beherrschen. Die Einsparungen, die Effekte müssen dann aber auch ganz knallhart kalkuliert werden, weil je nach Zielvorstellungen des Kunden sind das eben ganz andere. Der eine sagt, das muss möglichst wirtschaftlich sein, der andere sagt, ich möchte möglichst unabhängig sein, der dritte hat wieder ein ganz anderes Ziel. Also müssen Sie schauen, dass Sie in dem Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, oder wir machen das so, dann die individuelle Lösung parat haben. Und das geht eben nur, wenn Sie intensiv das Gebäude untersuchen, den Nutzer untersuchen und mit ihm reden, was er eigentlich für Ziele hat. Dann ganz klar, die dezentrale Energieversorgung mit hoher Eigenversorgungsquote schafft Unabhängigkeit und kalkulatorische Sicherheit. Kalkulatorische Sicherheit heißt hier aber nicht, dass es sich amortisiert. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man kann, wenn man sich solar versorgt, über Jahre seinen Wärme- und seinen Strompreis festnageln, weil das in der Investition ist. Das kann man alles ausrechnen. Aber es muss nicht heißen, dass es sich amortisiert. Also nicht für jede Zielgruppe geeignet. Oder eben entsprechend durch Fördermaßnahmen. Das ist wieder Abgleich mit den klimapolitischen Zielen. Und zum Schluss, viele Maßnahmen, energetische Maßnahmen, lohnen sich aus ökonomischer Sicht nicht mehr. Also noch mehr Dämmung draufzupacken, ist einfach der abnehmende Grenznutzen. Da kommt der Ingenieur wieder durch, der sagt, mit jedem Euro, den Sie weiter investieren, haben Sie nur einen Bruchteil des Effektes. Und irgendwann ist eben mal der ökonomische Optimumpunkt erreicht. Und damit möchte ich dann auch gerne schließen.